Hallo zusammen. Das hier ist der Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes Bremen von 2021, gerade vor wenigen Wochen erschienen. Bezieht sich auf das Jahr 2021, erscheint immer so in der Mitte des nächsten Jahres. Du schon wieder? Oh, es reicht mir langsam. Okay, was hast du heute für uns? Worüber willst du diesmal dich beschweren? Israel, Apartheid, Corona, Islamkritiker oder über Muslime, die dir nicht radikal genug sind? Das hier ist der Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes Bremen von 2021, gerade vor wenigen Wochen erschienen. Ah, okay, ich hab nicht aufgepasst, sorry. Also der Verfassungsschutz ist böse, weil er Leute wie dich als Islamist stempelt, nicht wahr? So, und wir schauen uns heute an, warum denn Islamisten im Verfassungsschutzbericht Bremen sind, weil sie gegen Impfstoffe und Corona-Politik sich geäußert haben. Da schauen wir uns mal die Seite 100 ein bisschen genauer an, die ist schon wirklich faszinierend. Faszinierend. Bevor du weiterlaberst, kann ich mir schon jetzt denken, was da wirklich los ist. Wahrscheinlich geht es darum, dass Islamisten die Kritik an den Corona-Maßnahmen oder an was auch immer noch nur instrumentalisieren. Ich meine, es ist zwar durchaus so, dass gerade in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten es sich so ergeben hat, dass Ungeimpfte oder Leute, die sich kritisch zu den Maßnahmen geäußert hatten, diskriminiert oder eben auch gerne in die Verschwörerecke gepackt wurden. Aber mir ist noch nicht so angekommen, dass jemand deswegen als Islamist gilt. Also es muss schon andere Gründe haben. Du giltst ja auch nicht einfach als Reichsbürger, bloß weil du zum Beispiel Migrationskritik äußerst. Es kann dir passieren, dass du dann in die rechtsextreme Ecke gestellt wirst, von einigen, ja. Aber die Aussagen von Reichsbürgern sind dann doch noch mal ein bisschen speziell. Also Aktuarium, ich glaube dir nicht, dass diese Leute deswegen als Islamisten eingestuft wurden, selbst wenn man sich durchaus unfair gegenüber Maßnahmenkritikern verhält. So, das Ganze unter dem Titel Sonstiger schiitischer Islamismus. Es geht also um Schiiten. Ich lese euch mal vor diesen Abschnitt hier. Anhänger des iranischen Regimes in Bremen und Umgebung. Es werden keine Namen genannt, ich weiß also nicht, welche Leute hier gemeint sind, aber müssen interessante Leute sein. Halt, stopp! Da haben wir's schon. Diese Typen gelten als Islamisten, weil sie Bezüge nun mal zum iranischen Regime haben und, wie es aussieht, scheinbar auch deren Position teilen. Es hat nichts damit zu tun, dass sie gegen die Maßnahmen protestieren. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber wir sind ja schon gewohnt, dass du dir die Sachen so zusammenreimst, wie du dir sie zusammenreimen willst. Ich weiß nicht, wie Pippi Langstrumpf auf Arabisch klingt, aber ich will es auch gar nicht hören. Bitte sing es uns nicht vor. Wir haben gehört, du kannst genauso gut singen wie ich. Okay, also vielleicht nicht in Bremen. Es verfolgt das Ziel, die Ideologie des iranischen Regimes zu verbreiten und dabei Hass auf die vermeintlichen Feinde jenes Regimes, insbesondere Israel, sowie den Westen im Allgemeinen zu schüren. Die Darstellungen der IslamistInnen, ja, also ich glaube nicht, dass diese IslamistInnen, dass die da sehr viele Leute unter sich haben, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind, das ist eine Bremer Besonderheit hier, zielen auf die Etablierung klassischer Feindbilder wie das zionistische Regime Israel, die USA oder sunnitisch-arabische Regime wie beispielsweise Saudi-Arabien ab. Darüber hinaus sind Homosexuelle und Transsexuelle vermehrt Ziel von Hass und Hetze. Teilweise wird der Zustand einer homosexualisierten Gesellschaft heraufbeschworen, die angeblich schlimme Folgen habe. Ja, natürlich hat die schlimme Folgen. Warum die das hier als angeblich und konjunktiv machen, ist völlig absurd. Und natürlich, es geht um Israel. Ja, das ist Grund Nummer eins. Du bist halt ein Antisemit in Deutschland, wenn du sagst, das ist ein Apartheidsregime. Wenn du sagst, Israel hat jetzt gerade eben wieder Dutzende Palästinenser ermordet, Hunderte schwer verletzt, da bist du einfach Antisemit. Du darfst solche Dinge nicht nennen. Wrong again. Ah, und weil du dich nicht gegen Israel kritisch äußern darfst, deswegen machen das Süddeutsche Zeitung und einige andere Politiker und Journalisten die ganze Zeit, oder was? Nein, Aktuarium, du giltst nicht deswegen als Antisemit, weil du irgendwelche Sachen wie die Siedlungspolitik Israels kritisierst. Das machen unsere normalen Journalisten auch schon die ganze Zeit. Nein, du giltst dann als Antisemit, wenn du ganz klar Israel das Existenzrecht absprichst oder zumindest einen Haufen Andeutungen machst oder eben ein gewisses Vokabular an den Tag legst, das den Schluss nahelegt, dass du Israel eigentlich von der Landkarte tilgen würdest. Und wenn jemand so wie du die ganze Zeit von einem israelischen Apartheidsregime spricht und das, obwohl Muslime in Israel völlig gleichberechtigt sind, ungeachtet dessen natürlich, was Israel in gewissen Gebieten anstellt, und wenn du, so wie der Palästinenserpräsident kürzlich, allen Ernstes, das, was Israel macht, so kritikwürdig einiges davon auch sein kann, aber was unsere Journalisten ebenfalls kritisieren, ich habe dir in früheren Videos schon ein Beispiel dafür gebracht, wenn dieser Palästinenserpräsident
dass Al-Nasser mit dem Holocaust vergleicht. Und das auch noch, als er gerade gefragt wurde, ob er Stellung beziehen würde zu der Entführung von israelischen Sportlern damals in München 72 und so weiter. Wenn ich auf diese Sache mit solchen Vergleichen antworte als Whataboutism und als eine ziemlich Geschmacklosigkeit obendrein, ja, dann liegt der Schluss nahe, dass er Israel eigentlich von der Karte tilgen will. Das ist eine mathematische Gewissheit. Aber dass du gerne Reise nach Jerusalem spielst, das wissen wir schon, dazu muss ich nichts weiter mehr sagen. Ich will nur eins noch kurz zu den anderen Themen sagen, bevor wir schon zum Schluss kommen. Du hast ja hier jetzt noch von Homosexualisierung der Gesellschaft, dass die ein Problem sei, gelabert. Entschuldige mal, 8% der Bevölkerung sind homosexuell und egal wie viele Homosexuelle im Fernsehen oder in der Werbung auch auftauchen werden, es werden nicht mehr werden. Begreifst du denn das Konzept von Sexualität nicht? Glaubst du, man kann dafür Werbung machen oder was? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und ja, wenn diese Gruppe schon vorher dadurch aufgefallen ist, dass sie nun mal die typischen Feindbilder abklopft, der böse, böse Westen, und zwar generell der böse Westen, und natürlich böses Israel, dieses Regime, und natürlich die bösen Homosexuellen und so weiter, die wollen den Islam gefährden und was auch immer, ja, dann hat das nichts mit Corona-Maßnahmenkritik zu tun, dass die als Islamisten gelten. Aber das hat man es auch schon vorher. Red weiter, wir sind gleich durch, weil ich jetzt einen Haufen von dem Video überspringen kann, weil es dreht sich jetzt sowieso alles im Kreis. Deswegen können wir uns den ganzen Rest sparen und gleich zum Schluss kommen. So, jetzt wird aber interessant, was hat das mit Corona zu tun? Die norddeutschen ProtagonistInnen natürlich des schiitischen Islamismus widmeten sich, wie bereits im Jahr zuvor, intensiv der Corona-Pandemie. Vor allem seit der Zulassung der Impfstoffe gegen das Coronavirus und der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht wurden vermehrt eigens produzierte Videos, Forenbeiträge sowie Posts in den sozialen Medien im Umlauf gebracht, die Desinformation und Verschwörungsmythen verbreiteten. Dabei wurden gezielt Personen aus der Politik und dem Gesundheitswesen denunziert, die Wirkung der Impfstoffe systematisch angezweifelt und bewusst Verunsicherung geschürt. Ja, hier seht ihr die gleiche Nomenklatur, wie wir sie allgemein immer hören, wenn Kritik an der Impfpolitik und an der Corona-Politik gesagt wurde. Ja, Verschwörungsmythen natürlich ein Begriff, eine Neukonstruktion, die sich der Verfassungsschutz auch zu eigen gemacht hat. Desinformation natürlich, wenn du etwas anderes sagst als der Staat, dann ist es Desinformation. Hä? Nein. Nein, nein und nochmal nein. Es ist Desinformation, wenn ich tatsächlich Sachen behaupte, die wissenschaftlich nicht haltbar sind und das dann als Fakten ausgebe, bloß weil ich gegen was bin. Und ich sag mal so, der Unterschied zwischen einer Maßnahmenkritik und Geschwurbel ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin gegen die Impfpflicht, weil es gibt doch dauernd irgendeine neue Mutation und dann sind die Impfungen nicht so sinnvoll, wie man es ursprünglich erhofft hatte. Sowas wäre eine berechtigte Kritik, sowas wäre ein berechtigter Einwand gegen eine Impfpflicht zum Beispiel. Desinformation und Geschwurbel dagegen wären es, lieber Aktuarium, wenn ich zum Beispiel den Scheiß von QAnon verbreite. Oder wenn ich behaupte, dass unsere Politiker das Ziel hätten, mit den Corona-Maßnahmen die Diktatur hierzulande einzuführen und das, obwohl doch fast alle Maßnahmen vor einigen Monaten gelockert wurden. Man hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was die behauptet haben, die Janichs und Co. Aber gut, der Janich kriegt eh jetzt eine Gummizelle, dann ist er glücklich. Dass du Antisemit bist, das hast du uns jetzt oft genug schon unter Beweis gestellt und ja. Und ob du ein Schwurbler bist, ja, der Verdacht liegt nahe bei dir. Gegen LGBT-Politik einstehen und obendrauf noch Corona-Politik kritisieren. Werden diese Muslime und dann auch noch Extremisten oder deren Umfeld, werden die wohl durch so einen lächerlichen Verfassungsschutzbericht in irgendeiner Weise eingeschüchtert werden können? Glaube ich kaum. Vor allem ein Verfassungsschutz, der ja nicht einmal seinen Namen verdient, weil Deutschland nun mal keine Verfassung hat. Wir haben nur ein Grundgesetz und... Was? Der ja nicht einmal seinen Namen verdient, weil Deutschland nun mal keine Verfassung hat. Wir haben nur ein Grundgesetz. Und wenn ihr denkt, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja Reichsbürgerdenken. Ja, das ist Reichsbürgergeschwätz. Goldrichtig. Alter, ich hätte noch nicht mal von dir gedacht, dass du dir diesen Aluhut jetzt auch noch aufziehst. Hast du den Verstand verloren? Das Grundgesetz ist eine Verfassung. Da kann es Grundgesetz heißen oder Verfassung. Das spielt rechtlich keine Rolle. Die finnische Verfassung heißt im Übrigen auch Grundgesetz, wenn man es übersetzt. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie das Ding heißt. Und es heißt bei uns Grundgesetz, weil es ursprünglich mal provisorisch gedacht wurde.
so bis zur Wiedervereinigung. Und danach hatte man geglaubt, ja, dann machen wir eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung. Bloß haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes, als sie das vorgehabt haben, nicht ahnen können, dass es 40 Jahre zur Wiedervereinigung dauern würde. Nichtsdestotrotz, auch eine provisorische Verfassung ist eine Verfassung. Da kann sie heißen, wie sie will. Wichtig ist der rechtliche Inhalt und der entspricht dem einer Verfassung. Nun mal keine Verfassung hat, wir haben nur ein Grundgesetz. Und wenn ihr denkt, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja Reichsbürgerdenken. Nein, das ist kein Reichsbürgerdenken. Da habt ihr nur wahrscheinlich noch nicht das Grundgesetz gelesen. Oh, stell dir vor, ich habe das Grundgesetz gelesen. Und im Gegensatz zu dir weiß ich, wie diese Artikel richtig zu lesen sind. Sag mal, bei wem hast du einen Grundkurs in Staatsrecht absolviert? Bei Rüdi oder beim Volkslehrer? Nein, das ist kein Reichsbürgerdenken. Da habt ihr nur wahrscheinlich noch nicht das Grundgesetz gelesen. Hier von der Bundestagsseite, Artikel 146, steht hier eindeutig, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, also seit 1990, verliert seine Gültigkeit an den Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Eine solche Verfassung haben wir aber noch nicht. Wir haben nur ein Grundgesetz. Das Grundgesetz selbst stellt das klar. Aber wahrscheinlich die meisten Leute haben es nie über die Grundrechte geschafft. Schon gar nicht bis zum allerletzten Artikel 146. Ja. Das ist der olle, alte Reichsbürger Karlauer, den wir schon seit Jahren kennen. Und die Reichsbürger haben eine Menge Karlauer drauf, wenn es darum geht, die Grundgesetzartikel zu verdrehen, in ihrer Bedeutung umzuinterpretieren für ihre eigenen Zwecke. Selbiges gilt für deren sehr eigenwillige Interpretation anderer Gesetzestexte. Hier wird nur deswegen der Unterschied gemacht, weil, wie gesagt, das Grundgesetz provisorisch gemeint gewesen war. Eine Verfassung ist es ja dennoch. Wenn du mir das nicht glaubst, frag die Juristen, aber wahrscheinlich wären die Juristen, die dir dann dieselbe Antwort geben werden wie ich, dann wahrscheinlich auch bloß Systemlinge und dann wirst du auf deren Meinung auch nicht viel geben. Genauso wenig wie du dem Verfassungsschutz glaubst, dass er diese Leute, so wie auch dich, als Islamisten einstuft. Aber warum das der Fall ist, habe ich dir auch schon gesagt. Insofern kann ich das Video jetzt hier abbrechen und ich gehe mich gleich doch noch erbrechen, weil heute hat uns Aktuarium gezeigt, für welche Verschwörungstheorien er sonst noch so offen ist. Und das kann ja lustig werden. Vielleicht beglückt er uns künftig ja auch noch mit Videos, in denen er sich darüber beschwert, dass er einen Personalausweis in der Tasche hat, wo er doch gar nicht zum Personal der BRD gehören will. Mal sehen, was die Zukunft bringt und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.